Hey Leute, ich war in Castrop-Rauxel auf der Intervape Expo und da können wir heute ein bisschen drüber labern. In Castrop-Rauxel war die Intervape Expo, also eine Dampfermesse. Ich finde das mit den Namen immer so ein bisschen kompliziert. Also nennen wir sie einfach die Dampfermesse in Castrop-Rauxel. Ich hatte dort das vielleicht noch gerade dazwischen in der Werbung gesehen für eine Hundemesse, die hieß Bello. Und ich fände es ja noch geiler, wenn sie sie nennen würden, die Interbello. Interbello, die Hundemesse. Das wird ganz groß. Und ich war dieses Jahr noch auf keiner Messe und es hat sich gerade irgendwie so ein bisschen angeboten. Und manchmal brauche ich halt so ein bisschen Abstand von der Community und irgendwann will ich dann noch mal ein bisschen näher an die Community ran. Und der Zeitpunkt war gerade da und da dachte ich, fahre ich doch mal wieder auf eine Messe und guck, was so passiert und was Neues und was, ja. Angereist bin ich mit dem Zug von Saarbrücken aus nach Castrop-Rauxel. Das ging eigentlich erstaunlich gut. Und war auch erstaunlich günstig. Ich habe 40 € dafür bezahlt. Ich wollte eigentlich mit den Leuten, mit denen ich da war, fahren. Das waren Nadine und Dominik und Ariane und Jean-Paul. Und das Problem war, das Auto, mit dem wir fahren wollten, ist so ein tiefer gelegter Mercedes-Tuning, irgendwas mit so, also wie diese Autos so aussehen, die immer so furchtbar laut sind. Und wenn da zu viele Leute drin sitzen, schleift es im Radkasten. Tuning. Gut. War aber wie gesagt nicht weiter wild. Ich bin dann Zug gefahren und wurde auch später nochmal von jemandem zurückgefahren. Das hat alles super geil funktioniert. Wenn wir eh schon hier sitzen und quatschen, der VSI Simon macht das ja immer so vorneweg. Vorneweg war es dampfig. Das ist der Aromameiser V2 auf der Wismec V2. Wismec Noisy Cricket V2. 25 mm. Und darin ist von Dampfline, das Blackline, das ist immer noch ein All-Day von mir. Das Blackline wird mir nicht langweilig. Ich fange hier so überstürzt an, vielleicht mache ich mir erstmal ein Bier auf. In Ermangelung von irgendwas richtig Geilem habe ich ein Zischke Kellerbier Dunkel. Das ist ein gutes Bier. Ploppt auch schön. Prost. Das ist süffig, malzig, leicht süßlich, absolut nicht überkarbonatisiert. Das ist eigentlich eher so ein Sommerbier, um das gerade mal so wegzukippen. Na, ist gut. Übernachtung war dann im Days Inn in Dortmund West. Das Hotel war günstig. Nacht 40 €, kann man nichts sagen. Einzelzimmer, super. Die Ausstattung war günstig. Bei mir hing ein Föhn in einem uralten Bad, wo auch schon so ein bisschen Schwarzschimmel mit drin war. Der sah echt aus wie ein NATO-Feldtelefon. Alles Asbach alt. Kein Umleimer mehr an Möbeln. Das Ding war ziemlich fertig, aber für den Preis völlig okay. Ich habe das große Glück, ich bin da nicht sehr empfindlich. Mir ist es relativ egal, solange eine Matratze da ist und ich kann pennen und ich kann morgens duschen und das Wasser ist heiß und das Wasser war heiß. Ist alles gut. Ich habe morgens erstmal das Bad unter Wasser gesetzt, weil da war so ein alter Duschvorhang. Ihr kennt diese Textilduschvorhänge, die einem dann so nahe kommen, wenn das Wasser wärmer wird. Was ich immer schon so ein bisschen grenzwertig finde. Und der hing an der Seite so ein bisschen raus. Als ich fertig war mit Duschen, habe ich gemerkt, in dem ganzen Bad steht irgendwie 1,5 cm hoch das Wasser, inklusive meiner Klamotten, die haben da drin gelegen. Aber es gab auch eine gute Heizung. Und am nächsten Morgen beim Frühstück habe ich dann bemerkt, das 510 Cloud Park Team ist auch ziemlich komplett dort am Start. Die waren genau im selben Hotel. Hendrik hat es amüsiert. Ich glaube, Patrick kam mit der Situation nicht so ganz klar. Und Dampfeuphorie war ein bisschen angenervt, weil sie musste auch so einen NATO-Föhn benutzen. Aber für mich war es okay. Was ich vielleicht auch noch erzählen sollte, es gibt keinerlei Filmaufnahmen von mir von der Messe. Und das hat nichts mit DSGVO oder so zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich erstens eine faule Sau bin und zweitens ich die Messe halt genießen möchte. Deswegen habe ich kein Kamera-Equipment mitgenommen. Ich habe nichts gefilmt, sondern ich wollte die Messe einfach so pur erleben, wie sie ist. Wenn ich auf Messen film und dann versetzt mich das auch immer so ein bisschen in Stress, weil man hat eine Menge Equipment mit sich rumzuschleppen, man hat vieles zu machen mit Einstellungen, man muss aufpassen, wen man filmt, wen man filmen darf. Und was ich auf Messen eigentlich will, ist mit den Leuten quatschen. Und da möchte ich mir alle Zeit der Welt für nehmen. Also die ganze Zeit der Messe will ich für Leute ansprechbar sein, durchgehend. Ich
möchte eigentlich nicht, dass es vorkommt, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, hey, können wir mal ein Selfie machen? Und ich sage, nee, sorry, ich habe jetzt keine Zeit. Dafür habe ich auf die Community dann nochmal zu viel Bock. Wie gesagt, manchmal habe ich keine Lust mehr, da kommen auch keine Videos mehr, dann will ich andere Sachen machen. Aber wenn ich dann Bock habe, dann will ich das auch durchgehend genießen und deswegen keinerlei Aufnahmen von der Messe. Ich habe übrigens eine Menge Liquid von der Messe mitgebracht und wir werden jetzt auch in diesem Video ein paar Liquids probieren, einfach weil es mich interessiert, die so Einzelgeschichten sind und es wird auch noch diverse andere Videos geben zu Liquids, Aromen und yada, 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 was ich so von der Messe halt mitgebracht habe. Und deswegen fange ich jetzt schon mal an, meinen Tröpfler frisch zu machen. Ich war beim B2B, das war freitags. Ich war noch nie bei einem B2B auf einer Messe, also ich gehe eigentlich immer als ganz normaler Besucher in die Messen rein und ja, macht das normalerweise nicht, aber da die anderen Leute auch aus geschäftlichem Interesse da waren, dachte ich so, boah, guckt man sich das mal an, ist bestimmt auch ganz lustig. Und ehrlich gesagt, als Privatperson, als die ich da hingehe, ich habe ja keinerlei geschäftliches Interesse irgendwie am Dampfen, war jetzt B2B nicht sehr interessant. Schön ist, man hat sehr viel Platz in den Gängen, es ist nicht so viel los, aber vieles ist noch nicht aufgebaut. Alle Händler und Hersteller sind so ein bisschen unter Strom, weil sie wirklich an dem Tag Business machen wollen. Und dann kriegt man auch nicht so viel an Gesprächen mit. Und es war mal ganz interessant, das zu sehen, aber noch eine B2B-Veranstaltung, Messe besuchen, muss ich persönlich gesagt ehrlich nicht. Das Gelände selbst in Castrop hat mir ziemlich gut gefallen. Das sind zwei Hallen. Wenn man die Messe betritt, kommt man zunächst in eine kleinere Halle, die auch nicht ganz so hoch ist. Also es hat noch nicht so ein richtiges Messeflair. Es hat dann eher sowas von Leistungsschau in einem Gemeindezentrum, in einem Dorf. Und das fand ich ganz entspannend, so zum Reinkommen. Und man lief dann über einen kleinen Innenhof, dort war auch das Catering aufgebaut, dort gab es Currywurst und Fritten zu sehr, sehr vernünftigen Preisen. Das fand ich gut. Die Currywurst war wohl ganz okay, die habe ich nicht versucht und die Fritten waren auch toll. Fritten haben 2 Euro gekostet, also das habe ich auf einer Messe selten erlebt, dass man für 2 Euro was zu essen kriegt. Von diesem Innenhof geht es dann in die große Halle und schön gemacht war da, in der großen Halle betritt man zunächst mal eine Galerie. Auf der auch schon Messestände aufgebaut waren. Das waren unter anderem Fizzy Liquids, das waren Say My Name Liquids, Tom Liquids waren dort gewesen, Ducals haben dort Sachen gemacht. Und von dieser Galerie konnte man dann in den Innenraum reinschauen. Auf dieser Galerie gab es dann auch noch einen Bereich, wo man sich was zu trinken holen konnte. Und es gab Stühle, um sich so ein bisschen auszuruhen. Und ganz am Ende der Galerie hatte einmal noch Obi sein Dampfersofa aufgestellt. Ich weiß nicht genau, was er dort getan hat, aber er war öfter dort und hat mit Leuten geredet. Ich nehme an, er macht jetzt so eine Art Offline-Beratung von Anfängern oder Leute, die Fragen haben, weil Obi hat mit YouTube ja aufgehört. Der hatte früher einen sehr, sehr großen Dampferkanal und macht jetzt auf Messen wohl sowas wie Beratung für Leute, die Fragen haben. Das fand ich sehr nett. Und direkt nebendran war der Dampfertalk aufgebaut. Dampfertalk ist ein Format, die machen jeden Freitag einen Online-Stammtisch, wo in Hangouts halt einfach übers Dampfen gelabert wird. Und das geht dann ein paar Stunden. Hauptinitiatoren der Geschichte sind Jupp und Dampfbob, die waren auch da gewesen. Dampfbob hatte seine übertrieben große Dampfe mit bei. Das ist, ich glaube, das ist ein Logenmonster oder wie das Ding heißt. Mit einem riesen Tank und einem riesen Triptipp obendrauf. Völlig überrissen. Sehr lustig. Und die haben mir dort auch immer so ein bisschen Asyl gewährt. Also ich konnte dort meine Sachen ablegen und immer wenn mir die Füße wehgetan haben, bin ich dort vorbei und habe mal was getrunken, habe mich hingesetzt und habe denen einen Keks geklaut. Das war super. So, ich will mal was probieren. Und zwar in The Beach von Puro aus der Reihe Guerilla Short. Puro an sich machen wohl ansonsten eher Liquids für Anfänger, also so 10 Milliliter Liquids, die irgendwie so in 03612 oder so kommen. Und haben jetzt begonnen mit den Guerilla Shorts auch mal ein bisschen was Größeres rauszubringen und auch mal ein bisschen was Komplexeres rauszubringen. Die Puros sind normalerweise sehr, sehr puristisch, wie es der Name auch sagt. Und Rainer hat mir das auf der Messe in die Hand gedrückt und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das so macht. The Beach. Das riecht brutal nach Frühstücks-Multivitaminsaft.
Ja. Lassen wir das Ganze mal noch ein bisschen atmen und ich kann dir einfach ein bisschen weiter erzählen. Das war ja diese Galerie, die oben ist, und das finde ich auch eine sehr nette Situation, weil man halt auf dieser Galerie halt auch immer mal noch sich setzen kann und kann dann trotzdem voll auf die Messe gucken und hat von dort aus einen Überblick. Von dort aus gingen zwei Wendeltreppen runter in den Hauptraum. Und da war immer so ein bisschen unklar, wo darf man jetzt runter, wo darf man hoch. Da standen dann halt Security, die haben gesagt, bitte gehen Sie hier rüber und hier rüber. Die waren aber alle super nett. Dann hat man es geschafft, dann war man eben unten auf der großen Ausstellerfläche, wo man gemerkt hat, hier geht jetzt gleich nochmal ein bisschen was anderes ab, wie vorne in der ersten Halle, die so ein bisschen verhaltener war, sondern in der großen Halle war direkt Musik an allen Ecken und Enden. Es war scheiße laut. Bei Dashlec wird am Stand, die ich immer noch nicht probiert habe, ich habe es schon wieder verpeilt, war Pole Dance am Start. Da waren ja, schöne Frauen, die sich da irgendwie so an Stangen gedreht haben, einfach um irgendwie einen Eyecatcher zu machen und die Leute dorthin zu bringen. In der Mitte der Geschichte, relativ in der Mitte, war der 510 Cloud Park Stand, den ich vorher auch noch nie gesehen habe. Es war wohl platzmäßig nicht so ausufernd wie jetzt in Stuttgart beispielsweise. Dort sind die Stände wohl auch um einiges größer. Aber den 510 Cloud Park Stand fand ich sehr hübsch mit der Wiese, die sie dort haben. Sie haben so ein bisschen Kunstrasen verlegt und da steht eine Parkbank und Blümchen außenrum. Und das war schön gemacht. Dr. Frost hatten sich dort noch einen relativ großen Bereich abgesteckt, um ihre Liquids zu präsentieren. 12 Monkeys waren da. Ich habe jetzt keine Liste, wer da so alles war. Man sieht immer gleich, wer sind denn die großen Player im Geschäft. Das drückt sich auch mal so ein bisschen in den Messeständen aus. Am Ende der Halle gab es eine große Bühne mit einer Leinwand darüber, wo ein bisschen Werbefilmchen gelaufen sind. Ich habe da ständig Videos von Bang Juice gesehen. Auf der Bühne selbst ist sehr wenig passiert. Da habe ich kaum was von mitgekriegt. Ich habe mitgekriegt, dass Dash Liquids einmal Sachen in die Menge geworfen haben. Und dass es halt so ein paar Free for All, wir werfen hier Sachen rum, Aktionen gab. Obi hat mal eine Versteigerung gemacht. Ich denke für einen guten Zweck. Ich habe das nicht so richtig mitverfolgt, was da los war. Aber da wurden Dinge versteigert. Ja, wohl so Wohltätigkeitssachen, schätze ich. An das Liquid hier kann ich mich ganz gut gewöhnen. Das ist ein sehr tropischer Fruchtmix. Es riecht zitruslastiger, als es schmeckt. Es könnte eine Spur Banane und Ananas mit drin sein, es könnte Guave mit drin sein, es könnte ein bisschen Orange mit drin sein. Und das erinnert mich wirklich an so einen bisschen zähen Frühstückssaft, wie man bei uns von Hohes C oder so kriegt. Hat so einen Multisaft mit so ein bisschen was drin. Was mir tatsächlich jetzt fehlt, wäre eine Säurespitze. Also es ist sehr rund. Dafür aber auch nichts, was so ein bisschen rausschlägt, wo man sagt, ah, da habe ich gerade was Geiles rausgeschmeckt, sondern es ist wirklich ein Smoothie. Aber gefällt mir. In der ersten Halle, die man betritt, war übrigens der Stand von Tom Clark. Das hat sich auch ganz gut gemacht, denn dort war es nicht ganz so laut und der Stand ist so, wie ein Tom Clark Stand sich gehört. Das heißt, viel Schwarz, ein bisschen Holz. Alles sehr schlicht. Der Chef steht ganz persönlich hinter der Theke und berät die Leute. Steffi war noch mit bei, mit der er zusammen das alles handelt. Und es war super schön, Tom wieder zu treffen. Das ist so ein super herzlicher Mensch. Ja, das war super. Ich freue mich immer total, wenn ich ihn sehe. Ich hatte auf der Zugfahrt ein Video von ihm gesehen, das er gerade noch hochgeladen hat. Denn die Christmas Edition ist jetzt wieder raus. Die steht jetzt auch da hinten, die neue Version, in der Glasflasche. Und er hat wohl noch so ein bisschen dran gebastelt, dass das noch auf mehreren Verdampfern besser funktioniert. Also so, dass Direct Lung besser funktioniert, dass MTL besser funktioniert in den Kombinationen, dass es noch eine größere Spanne hat. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich habe es noch nicht angerührt. Ich warte auch noch ein bisschen. Mir ist es noch nicht kalt genug draußen. Ich will so im Winterfeeling sein und dann will ich die Christmas Edition dampfen. Und ja, Puro, das Guerilla Short,
ist lecker. Relativ hoher Süßegrad und schwer zu definieren, was da jetzt wo ist. Ich glaube auch, Süße klaut immer schnell die interessanten Spitzen. Das macht halt alles so ein bisschen flacher. Das ist so ein bisschen flacher, aber es ist lecker. Preis weiß ich jetzt gerade nicht, sind 60 ml Flaschen und da ist ein Aromashot drin und da kippt ihr eure Basis mit drauf, so wie ihr das gerne mögt. Da kommt der Napo. Danke fürs Abonnieren. Samstag war es dann um die Mittagszeit ziemlich prall gefüllt, sodass man nur noch schwierig durchkommen konnte. Ich habe dann immer das Problem, ich bin nur 1,60 Meter groß und ich sehe da nichts. Ich sehe da nur Rucksäcke und die Rückseite von irgendwelchen Jacken. Deswegen habe ich mich mehr so ein bisschen draußen aufgehalten und habe viel mit Leuten gequatscht. Und das ist halt auch immer so die Hauptsache, die mich freut, nämlich auf Messen mit Zuschauern zu reden, mit Herstellern und Händlern zu reden. Und zwar so ganz ohne irgendeinen Business-Hintergedanken oder sonst was. Ich sag mal, danke an alle, die es übers Herz bringen, mich einfach so anzulabern. Ich selbst bin ein ziemlich schüchterner Typ und gehe ungern zu Leuten, weil ich immer so das Gefühl habe, ich könnte denen vielleicht auch auf die Nerven gehen, aber seid versichert, wenn ihr mich irgendwo trefft, ob das auf einer Messe ist oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung oder falls ich euch mal draußen auf der Straße über die Füße laufe, sagt gerne guten Tag, ich mag das. Auf der Messe getroffen habe ich außerdem, ich kam da rein und da stehen Westy vom Kanal Westy Knows Best und Django vom Kanal Django 69, hey, was ist hier los? Und wir hatten vorher schon gesagt, wir treffen uns samstags und hat mich super gefreut, die beiden mal in echt zu sehen. Ich mag deren Kanäle sehr. Westy macht einen Laber-Vlog und Westy kann labern. Also Westy labert, bis euch das Ohr abfällt. Der ist dafür geboren. Django dagegen ist ein eher ruhigerer Charakter. Deswegen mag ich seine Videos auch so sehr, denn es ist so ein bisschen, als würde man abends mit jemandem am Tisch sitzen, wenn er ein Video macht. Und während man sein Zeug wickelt oder am Mischen ist, ist Django da halt mit bei und erzählt ein bisschen was in seiner ruhigen, tollen Art. Und außerdem hat Django mir auch ein Bier geschenkt, denn er hat eigene Dosen gemacht. Ich habe sie jetzt dummerweise unten. Eigenes 02er Bier mit Django 69 Logo drauf. Ist cool. Ich glaube, das kommt nachher auch noch da hinten aufs Regal. Und ich habe Django auch schon angedroht, ich komme irgendwann in seinem Dampfer-Saloon vorbei und dann trinken wir dort ein gemütliches Bier ohne jeden Messestress, ohne viel zu laute Musik, machen uns einfach ein bisschen Pink Floyd an und chillen mal einen Abend. Das wär cool. Dann wurde ich angesprochen von Red Star. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr. Ich weiß eigentlich keinen Namen mehr. Ich vergesse sowas immer instant. Das tut mir sehr leid. Auch wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, weißt du noch, muss ich leider ehrlich immer zugeben, nee, weiß ich nicht mehr, gib mir einen kurzen Auffrischer. Ich bin in sowas ultra, ultra mies. Red Star, Bubble Star, auch ein Aroma, das so halb gefüllt kommt in 60 ml Flaschen. Und das habe ich jetzt auch mal aufgeschüttet mit einer 60-40 Mischung, also 60% VG. Sehr witzig fand ich, die Flaschen kamen wirklich aromaversiegelt. Ihr kennt vielleicht diese Schutzfolie, die bei Ketchup oben drauf ist, bevor man das Ketchup aus der Flasche rauskriegt. Genauso was war hier oben mit drauf. Und finde ich persönlich sehr angenehm, denn es passiert relativ häufig, dass man, gerade wenn man von Messen viel mitbringt, dass eine Flasche ausläuft. Und wenn da jetzt was ausgelaufen wäre, die hier wäre es garantiert nicht gewesen. Aromaversiegelung, gute Sache. Und ja, wie gesagt, das war am Stand von Mr. Nix. Ein kleines bisschen abgesetzt war dieses Red Star, findet ihr unter redstarcotton.de. War wohl vorher einfach nur eine Watte. Ist jetzt eine Watte und ein Liquid. Ne, ein Aroma. Ihr wisst, was ich meine. Oh, der Akku wird leer. Ich habe das Gefühl, meine Akkus halten in der RX200 auch nicht viel länger als in einem Akkuträger mit zwei Akkus. Es sind halt drei Akkus drin, aber es hält nicht länger.
Ob es jetzt an den Akkus liegt oder ob das Gerät jetzt langsam wirklich den Geist aufgibt, ich weiß nicht. Tut. Red Star Bubble Star ist billiges Automatenkaugummi. Und das befindet sich irgendwo zwischen Leos Bubblegum aus der Tube und Automatenkügelchen, so wie es sie früher gab. Und schmeckt ganz geil. Ist ziemlich süß. Hat eben diesen unverwechselbaren Billig-Kaugummi-Geschmack. Und darunter so ein paar undefinierte Früchte, von denen ich jetzt sagen würde, es ist eine ganz künstliche, billige Heidelbeere. Plus eine Banane, die es ein kleines bisschen cremiger macht. Ein paar Zitrusspritzer mit drin. Und eben dieses Bubblegum-Aroma. Auch so ein bisschen wie Wrigley's Fruity Juice oder wie das hieß. Diese gelben Streifen von damals, die man in den Mund genommen hat, gekaut hat. Es schmeckte super fruchtig. Und nach 3 Minuten hast du gedacht, du kaust einfach ein Radiergummi. Das ist gut getroffen, ich mag das. Es schmeckt nicht billig, es schmeckt ziemlich auf den Punkt, genau wie das. Und vor allem schmeckt auch der Dampf so. Der Geruch ist auf jeden Fall so wie billige Kaugummis. Und der Geschmack beim Dampfen ist genau gleich. Ich find's cool. Ja, Red Star Bubble Star heißt das Zeug. Die Flasche ist hübsch. Es ist ein Aromashot und ihr kippt einfach das an Basis drauf, was euch gefällt. In meinem Fall jetzt halt 60% VG. Das kommt bei mir in den Tank. Ohne Scheiß. Es ist nicht übersüßt. Es ist keine Kühle oder sonst irgendwelche Effekte mit drin, sondern es ist Kaugummi. Es ist geil. Fruchtiger als alle Kaugummisorten, die ich bisher probiert habe. Dann hatte Udo einen Stand. Ich muss das mal gerade hier holen. Udo, der das Dampfergrillen organisiert. Udo ist ein Typ, der repräsentiert das Ruhrgebiet eigentlich ziemlich gut. Ein Bär von einem Kerl. Eine sehr tiefe, sehr laute Stimme. Und er hat ein großes Herz und er hat eine große Klappe. Genauso wie man sich halt so jemanden vorstellt, der echt so den Bot repräsentiert. Und Udo macht 2019 in Gelsenkirchen wieder das Dampfergrillen. Ich habe mir eine Karte gesichert, die kriegt ihr online. Wo, weiß ich nicht, müsst ihr suchen. Ich habe sie jetzt bei Udo direkt gekauft. Ist am 1.6.2019 in der Grimbergstraße 18 in Gelsenkirchen. Und Udo hat erzählt, das ist das alte Gelände und sie haben da sehr, sehr viel gemacht. Der Zeltplatz muss jetzt großartig sein. Er meinte, jeder, der eine Kabeltrommel mitbringt, wird auf jeden Fall auch Strom haben. Sie haben irgendwie alle 25 Meter eine Dose gesetzt, an die man sich dranhängen kann. Sie haben Wasser verlegt ohne Ende. Sie haben alles halt so ein bisschen schicker gemacht. Es gibt wohl eine neue Getränkeausgabe. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ein alter Waggon? Also ich weiß es nicht mehr. Ein alter Anhänger? Ich habe die Karte Nummer 137. Weiß nicht, wie viel es geben wird, aber sichert euch früh genug eine Karte fürs Dampfergrillen. Es ist immer großartig. Es gibt Live-Musik, es wird halt gezeltet, es wird gegrillt, es gibt Kaltgetränke ohne Ende und es wird die ganze Nacht gefeiert. Und es ist eine großartige Veranstaltung. Guckt rein. Der Kaugummi-Scheiß macht mir gerade echt Spaß. Noch so eine Sache, wie findet ihr die neue Beleuchtungssituation? Ich weiß gar nicht, ob jemand merkt, dass sich was geändert hat. Ich habe eine neue Lampe hier stehen, habe jetzt alles auf kleine LED-Panels umgestellt, weil ich hatte vorher riesen Softboxen hier und es hat mich genervt. Die Dinger sind halt riesengroß und jetzt ist das Ganze irgendwie verkleinert, verschmalert, sodass ich die halt auch hier stehen lassen kann, ohne das Nerven. Das Licht, finde ich, ist jetzt ein bisschen direkter. Ich habe hier noch mit einer Lampe von der Seite gegengesteuert. Sonst wäre es eine super harsche Beleuchtungssituation, aber ist das okay? Am Ende des ersten Abends waren wir dann noch bei der Essensempfehlung aus dieser Billigabsteige, in der wir gepennt haben. Und das war ein griechisches Restaurant. Also man konnte was essen, es war eher so eine Art Imbiss. Und
Solltet ihr jemals im Days Inn in Dortmund West pennen, wenn ihr, wie gesagt, es ist günstig, aber ein bisschen eklig und euch wird empfohlen, der Grieche gleich um die Ecke, geht nicht dahin, es war grauenhaft. Mein Salat, den ich bestellt habe, bestand vollständig aus Dosengemüse, da war nichts Frisches mit bei. Und das ekelhafteste Gericht hatte Dominik, und zwar war das Gyrosfleisch in Sauce Hollandaise überbackt mit Käse zu so Labberfritten. Ich bin jetzt kein Griechenlandkenner, aber ist das echt eine griechische Speise? Andererseits, wir waren satt und es war günstig, also pff, ja. Geileres Essen hatten wir da schon an zwei anderen Tagen. Ich habe ja erzählt, wir sind da mit so einem Tuning-Auto hingefahren und die waren auch alle sehr autointeressiert. Ich bin das Gegenteil von autointeressiert, mich interessiert das so gar nicht. Und je lauter ein Auto, desto mehr geht es mir eigentlich auf den Senkel, so in der Innenstadt. Ich mag das nicht. Und dann sagten die, wir gehen zu JP Performance. Sagte mir nichts. Aber dann habe ich gehört, das wäre so ein Typ, der ist bekannt, der hat einen YouTube-Kanal, der motzt Autos auf und der hat in Dortmund so ein Showroom und man kann dort Klamotten kaufen und es gibt Burger und dort fahren wir hin. Ja, dachte ich schon so, boah, ja, bin ich mäßig begeistert, ich komme mit, aber Tuner, stellt sich raus, hätte ich mir das entgehen lassen, hätte ich echt was verpasst. Wenn man sich solche Karren erstmal in Ruhe aus der Nähe anguckt und sich stehen in einem schön beleuchteten Showroom, hat das schon mal was. Weil die verschiedenen Aspekte, die da dran sind, sind schon sehr interessant. Und es hat mir sogar Spaß gemacht, mir diese Karren, die da dort stehen hat, anzugucken. Da stand ein Golf, der war vollständig in Camouflage, foliert, mit einem Luftfahrwerk, haben sie gesagt. Also der war so tief gelegt, den hättest du nicht mal schieben können. Innenraumausstattung sah echt super geil und edel aus und das war alles sehr detailverliebt. Und ich glaube, ich muss das Thema halt auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten lernen, weil das war schon sehr, sehr spannend dort. Erstens das und zweitens auch die Burgerbraterei, die er so direkt neben seinen Prüfstand gebaut hat. Und man ist dann da drin, das ist sehr cool. Also das Essen war echt gut zu einem richtig vernünftigen Preis. Die wissen, was sie dort machen. Und ich selbst esse ja kein Fleisch und sogar für mich gab es dort eine vegetarische Burger-Alternative mit einem super leckeren Falafel drauf. Und es gab Süßkartoffelpommes. Er hat einen Billardtisch dort stehen, der von einem halben VW Golf beleuchtet wird. Und die Decke ist zugetackert mit alten Motorhauben. Es ist echt cool. Also, wenn ihr in Dortmund oder in der Nähe seid und wollt essen gehen, fahrt zu JP Performance. Das ist ein Erlebnis. Und auch alle Leute dort super nett. Die Stimmung ist gut. Das Personal ist super nett. Geil. Kann man echt hin, auch wenn man wie ich, mit Autos erstmal nichts am Hut hat. Das hier ist Tom's Liquid. Das kommt aus der Schweiz. Und das war ein Stand, der war direkt neben Say My Name. Und so kam man ein bisschen ins Gespräch. Und Tom meinte, komm doch mal vorbei. Ich kreiere gerne Liquids, die so ein bisschen außergewöhnlich sind, weil immer noch mal eine Komponente dazu kommt, die im Liquid jetzt so nicht erwartet wird. Das können verschiedene Kräuterauszüge sein. Das kann Chili sein und in dem Fall ist es jetzt ein Ingwer und ich habe das schon probiert und deswegen habe ich es mir auch gekauft. Nennt sich Ginger Stream von Tom's Liquid, eben aus der Schweiz und ich probiere mal. Jo. Das ist eine super geile Kreation, wie ich finde. Weil Zitrusfrüchte mit drin sind, die, das kippt schon fast in diese reinige Richtung, aber da ist es noch nicht, sondern das ist so davor. Es ist immer ein fieser Grat, ne? Also, wenn man es zitronig haben will und dann ist da so, da ist nicht viel Spielraum, bis man es nicht mehr mag. Ich mag das hier sehr. Und vor allem mag ich daran, dass das mal ein ernsthafter Ingwer ist. Und das ist ein schöner Kontrast, denn das ist kein Candy-Ingwer oder so, sondern der beißt schon so ein bisschen. Der ist erdig und der ist ein bisschen scharf und den spürt man ganz hinten an der Zunge, an der Seite, also so wie
wie Ingwer einfach sein sollte. So wie ein gutes Ginger Ale schmeckt. Und dazu dann eben die Säure aus den Früchten. Was da jetzt noch sonst so an Früchten mit bei sein könnte, kann ich nicht genau sagen. Es schmeckt ein bisschen exotisch und man hat eben auch viel Säure mit drin. Das ist super erfrischend. Das ist echt sehr, sehr lecker. Ich habe für die Flasche jetzt gezahlt 15 Euro. Das war ein Shortfill. Und ich habe dazu einen Nikotinshot gekriegt, also konnte das dann gleich auffüllen. Ob man das, wenn man es bestellt, jetzt auch dazu kriegt, weiß ich nicht. Ihr könnt die, kriegt über tomsliquid.ch und ihr kriegt die bestimmt auch irgendwo in deutschen Shops. Müsst ihr mal nachgucken. Super, super lecker. Ohne Witze. Wäre der Preis nicht ganz so heftig, wäre es für mich wirklich ein All-Day. 15 Euro für 60 ml, da gehe ich dann schon ein bisschen selektiver vor. Also ich werde das jetzt nicht irgendwie in einem Rutsch durchziehen. Beinahe in einem Rutsch durchgezogen hätte ich das Bualai Yellow Pear von Bakerstone. Das ist so ein malaysisches Liquid. Und er hat halt Kühle ohne Ende drin, was bei den Malaysiern ja sehr, sehr gern gemacht wird. Süße ohne Ende drin. Aber was da drin ist, ist eine Nashi-Birne. Wenn ihr eine Empfehlung habt für Nashi-Birnen-Aroma, schreibt mir das hier unten hin. Ich habe noch nie so eine gute Birne probiert. Grandios, musste ich sofort kaufen. Am zweiten Tag habe ich dann noch Roman getroffen, Dampflein. Wir werden wohl was zusammen starten, in irgendeiner Art und Weise. Also irgendwie eine Videokooperation oder irgend so was. Weil für mich ist Roman einer meiner Lieblinge, was das deutsche Dampftuben angeht. Ich mag seine Vlogs, ich mag die Art, wie er ist. Ich finde, er ist ein sehr, sehr freundlicher, netter Typ. Ich mag sowas einfach. Er hat eine super geile Qualität, wenn er Videos macht, auch was Nahaufnahmen und sowas angeht. Und Roman kann gut labern. Wir werden uns irgendwie zusammenraufen und was zusammen hinkriegen. Roman, wir kriegen das hin. Was ich am zweiten Tag auch noch gekauft habe, ist, es liegt hier hinten, ein Shirt. Und zwar von Dampfer gegen Krebs. Eine coole Initiative. Und zwar handelt es sich dabei um eine Non-Profit-Geschichte, wo Leute gesagt haben, pass auf, wir wollen ein bisschen Spenden sammeln, und zwar für die deutsche Kinderkrebshilfe. Wer mit dem Thema schon mal zu tun hatte, weiß, Krebs ist ein Arschloch. Und man muss halt gucken, dass man Menschen, die damit zu tun haben, irgendwie unterstützt. Und ich selbst habe auch schon mit Krebs zu tun gehabt in meinem Umfeld. Und das ist alles ganz schwierig. Und ich war sehr froh, dass es Organisationen gibt, die einen dabei unterstützen, durch diese Zeit zu gehen. Denn es ist nicht nur Medizin. Es geht dabei um seelische Unterstützung. Es geht dabei, dass das Leben trotzdem noch in normalen Bahnen verlaufen zu lassen und mit der Krankheit umgehen zu können. Und das ganz egal, wie es ausgeht, dass das Leben halt normal weitergehen kann. Und dafür gibt es halt nur mal Hilfsorganisationen. Und ich finde es großartig, dass sich Dampfer zusammengetan haben und sagen, wir möchten das unterstützen. Ich finde es großartig, dass die Messe gesagt hat, pass auf, wir räumen euch hier einen Platz ein, wo ihr das tun könnt. Wir unterstützen euch wiederum dabei. Und deswegen habe ich mir dieses T-Shirt hier gekauft. Und ich verlinke euch das Ganze hier unten mal. Ich weiß noch nicht genau, wie man da hinkommt. Es war an dem Tag ein bisschen chaotisch. Aber wer einen Euro über hat, alles hilft. Und guckt euch das mal an. Und es geht ja jetzt auch langsam auf die Weihnachtszeit zu. Und vielleicht kommt ja auch so in die Stimmung, wo ihr sagt, hey, ich habe hier was übrig und ich gebe euch das. Ich finde solche Initiativen großartig. Hardware-technisch war auf der Messe relativ wenig geboten. Asmodus war mit einem Stand da. Dann waren viele so China-Hardware-Verschieber am Start. Steampunk-Tools war mit einem Stand da. Die haben sehr krasse, detailreiche Mods, die sie auf einen Steampunk-Look umbauen. Das war schon sehr, sehr geil. Also wirklich sehr detailverliebt. Toll. Aber wie mittlerweile bei allen Messen, das Hauptaugenmerk liegt dann auf Liquid. Was für mich jetzt nicht weiter wild ist, denn wie gesagt, für mich ist und bleibt das ein Community-Event. Ich finde es sehr, sehr cool, mit euch ein bisschen labern zu können. Das kann auch mal länger gehen. Man kann auch mal gemeinsam ein bisschen über die Messe schlendern.
Das hat mir echt viel Spaß gemacht an der ganzen Sache. Das ist für mich der Grund, auf Messen zu fahren. Das ist für mich der Grund, zum Dampfergrillen zu gehen. Das hat mir daran super gut gefallen, alte Bekannte zu treffen, neue Bekannte zu treffen. Und wie schon erwähnt, wenn ich euch das nächste Mal nicht erkennen sollte, sprecht mich trotzdem nochmal drauf an und erzählt mir, wer ihr seid. Ich bin darin echt nicht gut. Das war alles sehr herzlich. Ich komme nochmal nach Castrop-Rauxel. Wenn ihr auch da wart, schreibt mir doch mal einen Kommentar, wie ihr das Ganze fandet. Für mich ist es so eine gelungene Mischung aus Oberhausen und Stuttgart. Von der Größe her und auch vom Community-Event her. Und ich fahre da nochmal hin. Es hat mir gefallen. Und ich danke euch fürs Zugucken. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann lasst ein Abo da und macht das mit dem Daumen hoch oder runter. Und drückt auf die Glocke und schreibt einen Kommentar. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke fürs Gucken. Ciao.